Hi, Vater. Hi. Entschuldige, aber du hast Zeitung zu lesen. Ja, warum nicht? Ich hatte gehofft, du nimmst dich meiner Matheaufgabe an. Das heißt, ich hoffe es sogar sehr dringend. Morgen haben wir nämlich Mathe. Ich dachte, Matheaufgaben wären deine Angelegenheiten. Ich muss zum Training. Ich habe keine Zeit, mich auch um die Hausaufgaben zu kümmern. Köstlich. Aber mir mutest du das zu. Es kann dir jedenfalls nicht schaden. Also mach doch bitte die Geometrieaufgabe. Und bitte sorgfältig. Vorige Woche hattest du 2 von 5 Aufgaben falsch gelöst. Entschuldige vielmals. Die Gebirgsformation, die du mir für Ortkin gemacht hast, war so nachlässig, dass sie mir die Fritsch durchgestrichen hat. Und gestern hast du dich geweigert, mir die Gliederung für den Deutschaufsatz zu machen. Was ist bloß los mit dir? Na, das ist stark. Wieso? Du bist immer schlechter, wenn das so weitergeht, bleib ich noch sitzen. Ich werde immer schlechter? Allerdings. Das ist doch... Leider stimmt es, was die Schule angeht, hast du eine absteigende Tendenz. Das geht zu weit. Hier, für dich, Gerhard, von der Schule. Hoffentlich nicht wieder ein Verweis. Ein Verweis bedeutet gar nichts. Müssen wir Ihnen mitteilen, dass im Vorrücken Ihrer Tochter wegen ihrer schlechten Leistungen in Latein, Englisch und Mathematik unwahrscheinlich ist? Also das... Du wirst nicht versetzt! Wer wird schon versetzt heutzutage? Das ist ja schrecklich! Wie oft haben wir dir gesagt, dass du dein Abitur machen musst, bei der heutigen Berufssituation? Nur dann hast du alle Chancen. Sieh dir deinen Vater an, er war Primus in seiner Klasse. Naja, Primus. Auf jeden Fall hat er sein Abitur in kürzester Zeit gemacht. Nie seinen Eltern Sorgen bereitet. Du spielst Handball statt zu lernen. Na und, ist doch alles nicht so tragisch. Es gibt Dutzende berühmte Frauen, die in der Schule versagt haben. Madonna, Britney Spears, Jennifer Lopez. Ich würde an deiner Stelle nicht so hochspurig daherreden. Wir werden jetzt hier für bestraft, nicht wahr, Gerhard? Ja. Von heute an hast du Fernsehverbot. Jo! Das würde ich an eurer Stelle nicht machen. Alle Psychologen raten davon ab. Erstens bedeutet Fernsehen nicht nur Unterhaltung, sondern auch Information. Und zweitens könnte ich einen Hasskomplex gegen euch entwickeln. Und das wollen wir doch alle nicht. Na gut, da kriegst du eben keinen Nachtisch mehr, bis ich eine entscheidende Besserung in der Schule registriere. Gut, wie du meinst. Dadurch entzieht lebenswichtigen Kohlenhydrate, ob das die Leistungen fördert, dann eben keine Wurst mehr aufs Schulbrot. Bitte, wie du meinst, da fällt man unbedingt ab. Allerdings, Gedächtnisschwäche. Lass doch diese Nebensächlichkeit. Es geht bei dir um die Wurst. Ja eben, ähnlich wie das Eiweiß den Stickstoffersatz reguliert, sind die Fette wichtige Energiequellen, die zwar die Kohlenhydrate ersetzen können, aber keinesfalls umgekehrt. Ich meine, es geht um die Wurst in der Schule. Bist du nicht alt genug, um einzusehen, dass du vorankommen musst? Nimm dir deinen Vater zum Beispiel. Sieh dir an, zu welcher Position er sich empor gearbeitet hat. Nimm ihn dir zum Vorbild. Man könnte meinen, das tue ich. Was tust du? Na, ihn zum Vorbild nehmen. Neulich habe ich im Großmann das Tagebuch gelesen. Was stand da? Gerhard, heute zum zweiten Mal in 10. Klasse sitzen geblieben. Bin verzweifelt, Hilda.